Kennst du eigentlich den Unterschied zwischen der Margin bei einer Option und dem Risiko, den eine Option hat? Falls nicht, dann ist das heute das richtige Video für dich, denn heute besprechen wir hier bei Optionsstrategien TV mal den Unterschied zwischen der Margin auf der einen Seite und dem Risiko, der einer Option innewohnt, vor allen Dingen natürlich einer verkauften Option. Wenn dich das also interessiert, dann bleib dran, denn darüber sprechen wir jetzt. Es gibt ja immer viele Leute, die sich zum Thema Optionshandel äußern und da gibt es viele, die sprechen darüber, obwohl sie eigentlich überhaupt keine praktischen Erfahrungen haben, sondern nur theoretische. Und dann gibt es immer noch den einen oder anderen, der natürlich auch sehr viel praktische Erfahrungen hat, aber vielleicht auch mal Erfahrungen hatte und dann sagt, okay, diese Strategie ist schlecht oder diese Strategie ist schlecht. Oftmals stimmt das gar nicht so richtig, ne, dass man sagt, die Strategie ist schlecht, sondern derjenige hat selbst nur schlechte Erfahrungen damit gemacht, weil er vielleicht auch irgendwelche Fehler gemacht hat. Ne. Wir sind ja selber nie an irgendetwas schuld, sind wir nie anderen. Und das trifft natürlich beim Optionsverkauf auch ganz besonders zu. Und mir hat jetzt jemand eine E-Mail geschrieben und hat ganz explizit da mal gefragt, Mensch, wie ist denn das überhaupt beim Thema Margin, beim Thema Risiko, ist denn das Risiko, was jetzt zu einer Option innewohnt, ist das jetzt eigentlich die Margin oder ist es etwas anderes? Und ich habe meinen aktuellen Trade herausgesucht, beziehungsweise eine aktuelle Trade-Möglichkeit, jetzt gleich mal Disclaimer, bitte jetzt diesen Trade nicht machen, bloß weil ihr hier das Video seht. Ich nehme den einfach nur, um ein paar Dinge zu erläutern. Und zwar habe ich mich mal für eine Future-Option entschieden. Und zwar geht es hier um Crude Oil. Ihr könnt aber im Grunde genommen das Ganze natürlich genauso auf jede andere Option genauso beziehen. Ne? Also die Unterschiede sind dann minimal. Fangen wir mal an. Wenn wir jetzt beispielsweise in diesem Trade, was wissen wir? Also wir haben Erdöl. Erdöl, wisst ihr, ist zuletzt ein bisschen gefallen. Der Chart sieht ungefähr ja, so hier aus, hat dann so ein bisschen Bodenbildung gemacht und geht jetzt so nach oben. Aktuell, das ist in dem Fall ist das hier Crude Oil September 19, also das U, das steht für September und der kostet aktuell, also jetzt in dem Moment, wo ich hier das Video aufnehme, kostet der roundabout 59 Dollar. Okay, wir machen es jetzt auch nicht mit Kommas, wir machen 59 Dollar, das heißt hier 59 Dollar. So. Und mal angenommen, du würdest jetzt sagen, okay, ich gehe davon aus, dass der Markt weiter nach oben steigt und deswegen möchte ich einen 50er Put verkaufen. Das heißt, hier unten sagst du, okay, hier minus Put bei 50 und jetzt verkaufst du diesen Put. So, was ist jetzt Margin, was ist jetzt Risiko? Gehen wir erstmal vom theoretischen Risiko dieser Option aus. Ne? Das theoretische Risiko dieser Option. Was ist das maximal theoretische Risiko? Ja, und das maximal theoretische Risiko ist natürlich, dass der Ölpreis, der aktuell auf oder bei 59 ungefähr steht, dass der runterfällt auf 0. Das ist zwar praktisch, glaube ich, relativ undenkbar, aber das ist theoretisch möglich. Und wenn also der Preis runterfallen würde, wie sähe dann deine Position aus? Du hast mit dem Verkauf des Puts das oder die Pflicht übernommen, dass du bei 50 Erdöl kaufen müsstest. Also du müsstest diesen Future bei 50 kaufen und angenommen, der würde jetzt auf 0 fallen, dann wäre also diese Differenz zwischen 0 und 50, also 50 Punkte, das wäre jetzt dein Risiko, da ein Future-Kontrakt in dem Falle 1000 Barrel beinhaltet, müsstest du das Ganze also multiplizieren. Das heißt also, dein theoretisches Risiko, was du hast, und das schreiben wir auch mal hierher, Risiko ist 50.000 Dollar. So, 50.000 Dollar wäre dein Risiko. Und zwar das Extremrisiko, wenn eben Erdöl, diese Option hat jetzt eine Laufzeit bis Mitte August, also wir haben jetzt Ende Juni, also ungefähr so 7 Wochen etwa, wenn also Erdöl jetzt von 59 auf 0 fallen würde. Du kannst jetzt selber überlegen, wie groß ist dieses Risiko, ne? Aber es geht ja erstmal nur um die nackten Zahlen. So, Risiko 50.000 Dollar. Stimmt jetzt nicht 100%, weil du bekommst ja auch noch eine Prämie. Die Prämie jetzt in dem Fall, ich habe mal nachgeschaut, lag so roundabout 500 Dollar etwa, okay? Lagst du bei roundabout 500 Dollar und die könntest du natürlich noch abziehen. Das heißt, du würdest dann, wenn das passiert, wenn Öl auf Null fällt, eben nicht 50.000 Dollar verlieren, sondern nur 49.500. Okay. Dass das Risiko
aber wahrscheinlich gar nicht so groß ist, siehst du schon daran, dass die Börse respektive dein Broker dir für diesen Trade eine ganz, ganz andere Margin in Rechnung stellt. Und die Margin in dem Fall, und nehme ich auch nochmal eine andere Farbe, nehmen wir mal blau, die Margin in dem Falle wäre, das kommt jetzt ein ganz klein bisschen auch auf deine Kontogröße darauf an, das kann immer so ein bisschen schwanken, was hast du auch noch im Depot, ne? Aber die ist so bei ungefähr 3.200 Dollar. 3.200 Dollar Margin. So. Und wie kommt jetzt diese Margin zustande? Die ist ja nicht irgendwie, dass da einer da ist und sagt, ah, heute sagen wir mal, heute berechnen wir mal das oder heute berechnen wir mal jenes, sondern da gibt es ein Prinzip, nach dem diese Margin berechnet wird. Und das Risiko oder beziehungsweise die Margin wird nach dem Risiko berechnet, von dem die Börse ausgeht. Also das heißt, die Börse sagt, okay, was ist denn so wahrscheinlich, was mal an einem Tag im Extremfall passieren könnte? Und der Extremfall ist, dass die Börsen sich überlegen, okay, ihr kennt alle das Prinzip der Standardabweichung. Und eine klassische Standardabweichung, das ist ja, wo sich 65% oder so 68% aller Preise aufhalten. Und die Börse geht jetzt noch einen Schritt weiter und sagt, wenn es heute eine Bewegung gäbe an der zweifachen Standardabweichung, das heißt, in 95% aller Fälle wäre das dann hier abgedeckt, so groß wäre dann der mögliche Verlust in der Aktie und das wollen wir, beziehungsweise in der Option, nicht in der Aktie, sondern in der Option, und so groß wollen wir jetzt die Margin haben. Und in dem Fall sind das eben 3.200 Dollar. Das heißt also, die Börse sagt, wenn wir permanent, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn wir permanent also immer eine Margin verlangen, die ungefähr der zweifachen Standardabweichung entspricht, was dann, wie sich das entsprechend auf die Option auswirkt, dann fahren wir eigentlich immer safe, dann haben wir immer genug Geld. Und das heißt also, natürlich gibt es ein theoretisches Risiko von 50.000 Dollar, aber das realistische Risiko liegt nur in Anführungszeichen bei 3.000 Dollar. Ne? Und also von dem, was von heute auf morgen passieren kann. Und da musst du jetzt immerhin sehen, mal angenommen, du würdest jetzt wirklich innerhalb von einem Tag mit dieser Option 3.000 Dollar Verlust erleiden, dann müsste sich diese Option, die momentan roundabout 500 Dollar kostet, ja schon versechsfachen. So, kann das passieren? Klar kann das passieren. Wird das passieren? Klar, auch da muss man ja sagen, auch das wird ab und an mal passieren. Aber es ist eben völlig unrealistisch, wenn die Leute sagen, ja, morgen könnte doch wegen irgendeiner Story, die da in der Welt passiert, der Ölpreis um 20 Dollar oder 30 Dollar fallen. Ne? Mal abgesehen davon, was soll auf der Welt passieren, dass der Ölpreis 30% fällt? 30% steigen? Okay, das ist eine andere Geschichte, ne? Wobei das wahrscheinlich nicht mal passiert. Aber 30% fallen oder auf die Hälfte fallen, ne? Das ist relativ unwahrscheinlich. Also mir würde jetzt kein Ereignis einfallen, wie das passieren sollte, außer morgen kommen die Außerirdischen und sagen, okay, wir haben jetzt für euch eine CO2-neutrale Energiequelle, die wir euch zur Verfügung stellen. Aber ansonsten ist es recht unwahrscheinlich, dass das passiert. Und jetzt geht's einfach darum, ja, das wird euch mal passieren. Ne? Ist mir auch schon passiert. Es kann sich auch mal eine Option verzehnfachen. Ist mir auch schon passiert. Aber ihr müsst immer, wenn ihr an der Börse tätig seid, auch nicht den Teufel an die Wand wollen. Ne? Ihr müsst nicht immer so tun, als würde hinter jeder Ecke jetzt ein schwarzer Schwan lauern. Was übrigens sehr, sehr witzig ist, weil bevor Nassim Taleb dieses Buch geschrieben hat, der schwarze Schwan, beziehungsweise den Vorgänger, die Narren des Zufalls, wo es ja schon erwähnt hat, da kannte niemand den Begriff. Heutzutage ist alles schwarzer Schwan. Ne? Jeder Tweet von Donald Trump ist ein schwarzer Schwan. Und nein, das ist er eben nicht. Alles das, was wir an der Börse sehen, ist völlig normal, auch wenn es uns nicht normal vorkommt, aber es ist völlig normal. Und wenn die Börsen sagen und wenn die Broker sagen, weil die müssen im Zweifelsfall die Broker für eure Verluste aufkommen, ne? Das heißt, wenn du kein Geld mehr hast, muss der Broker das bezahlen. Und wenn der sagt, okay, ich schätze diesen Trade so ein, dass er hier maximal 3.000 Dollar Risiko hat, dann kannst auch du davon ausgehen. Das heißt, die Größe der Margin ist ein fantastischer Hinweis, wie groß das Risiko in diesem Trade wirklich ist. Und damit beantwortet sich auch sehr, sehr schön die Frage nach der Positionsgröße. Also wer jetzt beispielsweise sagt, okay, ich habe ein 5.000 Euro Konto, kann der diesen Trade machen?
theoretisch ja. Ne? 5.000 oder Dollar, jetzt ist es egal. 5.000 Euro, 5.000 Dollar kannst du diesen Trade machen, klar, weil du kannst ja 3.200 Dollar Margin bezahlen. Macht das aber Sinn? Nein, natürlich nicht, weil du natürlich innerhalb von einem Tag bei einem Extremereignis die Hälfte oder mehr als die Hälfte deines Kontos verlieren könntest. Macht der gleiche Sinn oder der gleiche Trade Sinn in einem 25.000er Konto? Überleg dir's. Wenn du 3.000 Dollar am Tag in einem 25.000 Dollar Account verlieren würdest, dann wären das ungefähr so 12%. Das ist mega, mega ärgerlich, aber du würdest nicht daran sterben. Du wärst weiterhin in der Lage zu traden, du könntest weiterhin was tun, das wäre also alles noch okay. Und je weiter hoch du jetzt gehst, 50.000, 100.000, 500.000, umso risikoärmer wird dieser Trade in Bezug auf deine Kontogröße. So, und deswegen musst du eben ganz einfach dieses Risiko für deine persönliche Kontogröße abwägen und musst eben dann sagen, okay, wie mache ich das? Also entweder ich habe ein kleines Konto und kann so einen Trade nicht umsetzen, oder aber ich sage, okay, da mir das Risiko hier zu groß ist, muss ich eben, was weiß ich, hier noch einen Put dazu kaufen. Ja, und dann einen sogenannten Bull-Put-Spread machen in dem Falle. Das reduziert zwar dann sehr, sehr deutlich hier die Prämieneinnahme, aber wahrscheinlich auch sehr, sehr deutlich die Margin. Das heißt, wenn du hier von mir aus noch, keine Ahnung, bei 49 einen Put dazu verkaufen oder kaufen würdest, dann wäre eben dein Risiko vielleicht bloß noch 800 Dollar. Nämlich aufgrund, das erkennst du dann auch an der Margin und dementsprechend auch dein Risiko. Ne? So, und deswegen, per se ist Optionsverkaufen auch nicht riskanter als irgendwelche anderen Sachen. Ne? Du musst dir immer vorstellen, immer wenn du ins Risiko gehst, und das machst du mit allem, gehst an der Börse ins Risiko, du gehst mit Immobilien ins Risiko, selbst bei der Wahl deiner zukünftigen Ehefrau oder deines zukünftigen Ehemannes gehst du ins Risiko. Ne? Wer aber denkt, er kann durch die Welt laufen, ohne jemals ein Risiko einzugehen, tja, der sollte es auch nicht mit Laufen probieren. Ne? Man muss also hier wirklich das ein bisschen abwägen. Natürlich nicht Kamikaze durch die Gegend rennen, nicht mit 5.000 Euro Konten solche Trades umsetzen, aber jetzt auch bitte nicht Angst haben und so tun, als müsste man jeden Trade 5-mal oder 6-mal absichern, damit ja nichts passiert, weil an jeder Ecke jetzt der schwarze Schwan lauert. Das lauert er definitiv nicht, weil wenn es so wäre, keine Angst, die Börsen sagen euch, wie groß das Risiko ist. Okay? Wenn ihr dazu Fragen habt, wenn ihr sagt, okay, ich will mehr dazu wissen, ja, dann könnt ihr mir eure Fragen natürlich unten reinstellen, oder aber ihr sagt, hey, jetzt will ich es mal richtig wissen, jetzt will ich mich wirklich mal komplett in das Thema Optionshandel einarbeiten, dann gibt es hier unter dem Video einen Link, www.optionsstrategien-termin. Trag dich einfach ein für eine kostenlose Erstberatungssession. Wir unterhalten uns dann, wir zeigen dir, was du mit Hilfe von Optionen oder auch mit anderen Instrumenten an der Börse alles lernen kannst, was du damit auch umsetzen kannst, und du kannst dann für dich entscheiden, wie sehr dir das Ganze dann helfen kann. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Euch bis dahin alles Gute, viel Erfolg. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.